Ja, das kannst du. Warum hast du eigentlich den Fuchs beobachtet? Weil ich Füchse mag. Ach so. Und warum hast du das nicht gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Er hat mich dann beobachtet, da habe ich ihn gesehen und dann dachte ich, ja, ich Hunger hatte. Ich dachte, ich entführe ihn jetzt erstmal für ein Abendessen und nehme ihn als Sklave. Das darfst du nicht. Er ist ein Hund, der wohl freiläuft. Doch, das kann ich wohl. Ich bin der Polizei und sonst muss ich meine anderen Freunde auch noch holen. Gut, dass du da bist, Marshall. Wir müssen echt ein ernsthaftes, großes Problem lösen. Er will ihn nicht gehen lassen. Oh nein. Weißt du, was du jetzt machen könntest? Wuff, wuff! Netz! Da bleibst du jetzt so lange drinnen, bis du über deine Antwort nachgedacht hast. Und wir gehen. Komm, komm mit. Marshall, kommst du auch? Ich komme dann sofort. Und bitte denk darüber nach. Leute zu entführen, darf man nicht. Hörst du? Ah, schön, dass du da bist, Marshall. Ich werde dich jetzt untersuchen, ob du irgendwie einen Kratzer hast oder so. Ja, das wäre echt super. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat er mich wirklich gekratzt, der Fuchs. Leg dich mal hin. Röntgengerät! Sieht alles super aus, bis einfach eine Mini-Kratzer hast du von den Fuchsalitten. Ich glaube, der hat dich etwas. Ja, etwas gekratzt, aber halb so schlimm, das war halt auch ohne Pflaster. Die Helfer-Aufheb-Pfoten sind immer für dich da, wenn du sie brauchst. Die Paw Patrol redete einfach miteinander ein bisschen. Du Chase? Ja, was ist denn, Rubble? Mir gefällt deine Ausrüstung total, die ist total cool. Ja, wir sind ein perfektes Team. Ja, das stimmt, Sky. Schade, dass wir nicht so eine Ausrüstung haben. Aber das wird sicher noch kommen irgendwann. Darf ich mal kurz bitte vorbei? Und du, Liberty, hast auch eine sehr eine coole Ausrüstung. Ach, danke, Chase. Der Husky war unterwegs im Wald. Ach du meine Güte, ein Fuchs, oh nein. Da ist der Fuchs. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Der Fuchs hat mich gesehen. Ich glaube, ich mache lieber mal einen Abgang. Ich laufe mal lieber schnell davon. Ah, ich laufe lieber schnell davon. Du kannst dich wohl nicht verstecken. Ich habe dich schon gesehen. Oh, ich glaube, ich laufe mal lieber weiter. Oh, das ist so anstrengend zu laufen bei der Firma. Ah, jetzt habe ich dich. Du wirst jetzt schön bei mir bleiben. Du darfst jetzt nicht weglaufen. Aber ich habe dir doch gar nichts getan. Doch, du hast mich die ganze Zeit beobachtet. Und dachtest, du könntest einen Fuchs beobachten. Nein, das kannst du leider nicht. Oh mein Gott. Was machst du jetzt mit mir? Ja, ich werde mit dir vielleicht irgendwas anfangen, vielleicht ich jetzt Sklave benutzen. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns.
Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Schweine. Wir haben einen ernsthaften, ganz großen Notfall. Der kleine Haske steckt in Schwierigkeiten. Er wurde von einem Wolf, er wurde von einem Fuchs, also er hat zumindest einen Fuchs beobachtet. Und der Fuchs fand das natürlich gar nicht in Ordnung und dachte sich, er beobachtet mal einen Fuchs. Und das fand er natürlich gar nicht in Ordnung. Und deswegen brauchen wir dich, Chase, und deine Chat-Ausrüstung natürlich, deine Flugausrüstung, dass wir ihn sehr schnell finden mit dem Chat. Das ist ein Fall für Chase. Und Marshall, wir brauchen dich und deine Rettungsausrüstung, falls er einen Kratzer erlitten hat. Wuff, wuff, ich bin der Rettungshund. Alles klar, die Helfer auf ihr Pfoten legen los. Chase! Marshall! Und wie sieht's aus? Chase, hast du ihn schon gefunden? Nein, ich habe ihn noch nicht gefunden. Ah, ich sehe etwas. Ich sehe die beiden. Ich werde mal ein bisschen sprechen. Hello? Du bist der Fuchs, der den Husky entführt hat. Ja, weil er mich beobachtet hat.